möchte ich das nicht sagen, dass man die purpurrote Taubnessel und die gefleckte Taubnessel im Jungstadion gut verwechseln könnte, aber mit den Blüten ist es dann ganz leicht, sie zu unterscheiden. Wenn man das von oben jetzt betrachtet, beide können nämlich dieses Rot aufweisen und beide verlieren dieses Rot in zunehmendem Alter, also ich meine jetzt das für die Blätter, aber bei den Blüten wird es dann ganz klar. Was ich euch da als erstes sage, ist die purpurrote Taubnessel und schaut speziell auf diese, ich möchte es Schürzen nennen, von diesen Zungenblüten. Also der untere Bereich von den Blüten, das was da, wenn es jetzt so halt, ein bisschen ausschaut wie Fischschwänze, das ist die rote bzw. purpurrote Taubnessel. Und ich rupfe die jetzt aus und ich esse einfach nachher auf, dann ist sie nicht umsonst gestorben. Das ist die gefleckte Taubnessel und ihr seht, diese Lippen, also diese Schürzen, sind die namensgebenden durch dieses Weiß mit diesen farbigen Tupfern, schaut das gefleckt aus. Also gefleckte Taubnessel und purpurrote Taubnessel. Irgendwie ähnlich, aber doch nicht gleich.